In der Schweißtechnik gewinnt das automatisierte Schweißen mit Robotern zunehmend an Bedeutung. Auch weil die programmierten Maschinen eine konstante Nahtqualität abliefern und dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit von Anlagen zu verbessern. Kein Wunder also, dass Roboter auch für den Schweißtechnikhersteller Abicor Binzel ein Riesenthema sind. Bei der Fachtagung Robotik für alle informierte das Unternehmen knapp 70 Teilnehmer über die Möglichkeiten, die kollaborierende Leichtbauroboter, sogenannte Cobots, bieten, um den schnellen Start ins automatisierte Schweißen zu realisieren. Vertriebsdirektor Jörg Lehnhäuser und der Leiter der Robotikabteilung Klaus-Peter Schmidt stellten das Robotikangebot des Schweißtechnikherstellers vor und gewährten Einblicke in bereits umgesetzte Automatisierungsprojekte. Die Veranstaltung fand in Abicor Binzels Innovations- und Technologiecenter statt und stieß auf großes Interesse. Auch, weil sie eine willkommene Gelegenheit bot, um mit Produktmanagern und Referenten über die aktuellen Herausforderungen für das automatisierte Schweißen mit Robotern zu diskutieren. An mehreren Stationen konnten die Teilnehmer in Kleingruppen aktuelle Prozesslösungen von Abicor Binzel live erleben. Ein anderes großes Thema war die vernetzte Schweißtechnik. Schnell wurde klar, dass es gar nicht mehr so selten vorkommt, dass Roboter mit ihrer Schweißstromquelle und einer Software vernetzt sind und ihr Gasmanagement über ein Ethernet-Netzwerk ansteuern. All das sind Prozesslösungen, die als wichtige Bausteine auf dem Weg der Schweißtechnik in Richtung Industrie 4.0 gelten. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn Sie keinen Beitrag mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Kanal und vergessen Sie nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Immer noch nicht genug? Dann schauen Sie sich an, was Schweißroboter in Zukunft so drauf haben werden oder worüber wir auf der Automatika in München gestaunt haben.